Ich muss das Sendschreiben des toten Mönchs seinem Orden überbringen. Ich finde seine Ordensbrüder im himmlischen Bäumchen, eine Taverne in Zwillingsulmen. Harte Verhandlung. Ich bin in Herdlied einem zornigen valianischen Kaufmann namens Renato begegnet. Wie es scheint, hat er viel Geld für viel Geld Elad Gola gekauft. Eine Pflanze mit aphrodisierender Wirkung. Ja, so hätte man das auch umschreiben können. Die Tiefe der Dschungel von Erglanfad gesammelt wird. Allerdings ist er überzeugt, dass Alari, die glanfatheische Kräuterhändlerin, ihm wertlose Ware verkauft hat. Renato hat vor, sein Geld zurückzuholen mit allen Mitteln. Renato hat mir berichtet, dass ihm Alari, eine Händlerin auf dem Markt von Herdlied, Elad Gula von schlechter Qualität verkauft hat. Ich sollte mit dieser Glanfatheirin sprechen und sie überzeugen, dem Valianer sein Kupfer zurückzugeben. Okay. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Taverne. Ich muss eine Runde schlafen. Beziehungsweise Maeda und Paligina sollten eine Runde schlafen. Alof sollte auch mal seine Zauber wieder auffrischen. Und fürs Erste nehmen wir auch wieder Durenz in unsere Gruppe auf. Im Augenblick hat von denen hier nämlich keiner was zu sagen. Der sagt wahrscheinlich, ich bringe dich runter. Estramon, willkommen. Willkommen, benimm dich, sei höflich. Sind wir doch immer. Dürrwälder, okay, also Flüchtlinge. Verängstigte Dörfler, Jäger. Stammesangehörige, Jägerin. Hier sind viele Leute. Auch Dürrwälder. Valianische Leute. Wohin sollten wir eigentlich mit Paligina, Kind der fünf Sonnen? Trotz kosanischer Bestand wurde, dass Paligina ihre Befehle zur Aushandlung eines Handelsabkommens zwischen den Valianischen Republiken und den Glanfatheirern mit der Anamenfat in Zwillingsulm befolgt. Achso, da müssen wir mit der mit dem Oberhaupt sprechen. So, was haben wir hier? Na, auf ein Stammesangehöriger, ein verängstigter Dörfler. Könnte ich mir vielleicht die Überfahrt zu den Republiken kaufen? Dieser Mann blickt scharf auf, als du dich näherst. Seine Augen weiten sich. Du! Nach dir sucht er. Er steht den Wein ab. Du hast Fürst Redrick getötet. Okay. Da holt mich die Vergangenheit aber weit ein. Und wenn ich das habe? Nein, du verstehst das nicht. Es hat nicht funktioniert, es. Ich bin Wache in der Burg. Ich war Wache. Er hat die meisten getötet, die du übrig gelassen hast. Kolsk, er hat nicht lange ausgehalten, nichts als heiße Luft, aber ein guter Vorgesetzter, viel angenehmer. Das hat ihm aber nicht geholfen, als Redrick zurückkam. Gott, die Schreie. Seine Augen, als würde er innerlich brennen. Er schaudert. Er sagt, er sei zurückgekommen, um uns wieder anzuführen. Er sagt, er würde dich für das töten, was du getan hast. Ich habe ihm gesagt, ich würde dich finden, dir von seiner Herausforderung berichten. Schön ehrenwert und so. Er hat mich gehen lassen und ich bin gerannt, soweit mein Geld mich getragen hat. Er lacht düster. Lustig jedenfalls, dass ich dich zufällig treffe. Du meinst, ich habe noch einmal die Gelegenheit, ihn zu töten? Wie kann ich das ausschlagen? Nein. Und welches Interesse hast du an der ganzen Sache? Was? Gar keins. Ich gehe nie wieder dahin zurück, solange ich lebe. Ich suche mir irgendwo hier in Zwillingsulm Arbeit. Auch wenn ich Ziegen hüten muss oder was weiß ich. Aber erst trinke ich, bis ich mich nicht mehr an das erinnere, was geschehen ist. Viel Glück. Da draußen hört irgendetwas Grausames nach deinem Blut. Berats Held? Was? Quest sogar. Indem ich Fürst Redrick erschlug, dachte ich, Goldheim vor seinem Einfluss befreit zu haben. Aber anscheinend ist in der großen Burg noch etwas anderes im Gange. Dies könnte das Werk eines neuen Thronräubers sein oder purer Aberglauben. Wie auch immer, es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. Als ich im himmlischen Bäumchen in Zwingsum war, traf ich auf einen führenden Wächter aus Goldtal, der behauptete, Fürst Redrick selbst sei in seine Burg zurückgekehrt, obwohl er durch meine Hand gefallen ist. Anscheinend will sich Redrick für die Beendigung seines Lebens an mir rächen und hat mir eine Herausforderung gestellt. Es könnte sich in jedem Falle dem nachzugehen. Wahrscheinlich fehlt da jetzt das Lohnen. Okay.
Valiadische Frauen. Dürrwälder, ein Oger. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich würde gerne mit dir sprechen. Hey, wer bist du denn? Eine schlanke Frau mit staubigen Lederkleidern fixiert dich mit ihren Augen. Schön, jemand aus zivilisierten Landen hier zu sehen. Ihr ungekämmtes Haar steht in welligen schwarzen Büscheln von ihrem Kopf ab. Ihr Gesicht trägt feine Züge, doch ein gespaltenes Kinn und ihre Frisur lassen sich sie knabenhaft aussehen. Okay. Ich erfahre am eigenen Leib die vielen Unzulänglichkeiten der glafantanischen Gastfreundschaft. Sie legt ihre mit Handschuhen bekleideten Hände auf den Knauf eines langen Panzerbrechers, der tief an ihrer Hüfte hängt. Die Feindseligkeit gegenüber Fremden kann ich fast verzeihen, aber die stillen Tavernen und die mit Wasser verdünnten Getränke unverzeihlich. Ich hoffe, ich wirke nicht zu forsch, aber ich habe von dir gehört. Ein verschlagenes Lächeln lässt Grübchen auf ihrem Wangen erscheinen. Du bist berühmt unter den Dutzenden und das macht uns zu Verbündeten. Sie blickt dich von der Seite kokett an. Und Verbündete helfen einander doch, oder nicht? Wer bist du? Die Frau klopft sich den Staub von den Beinen und macht einen übertriebenen Knicks. Wo sind nun meine höfischen Manieren? Sie lächelt gekünstelt. Ich bin Svinwef, freut mich. Sie hebt eine Augenbraue und errötet. Aber im Moment bin ich nur ein Estramor, der sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Wie kann ich dir helfen? Meine Freunde haben unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Svinwef bringt sich um, um sicherzugehen, dass niemand mithört. Glafantanische Speer, keine örtlichen Eiferer, sondern die Reißzähne. Sie hält inne, um den Namen Gewicht zu verleihen. Ja, die Reißzähne waren auch die, die uns damals in der Karawane überfallen haben. Die Reißzähne sind ein brutal gnadenloser Haufen. Sie statuieren gerne Exempel an neugierigen Fremden. Und warum ich deine Hilfe brauche? Ihr Lächeln wird noch breiter. Nun, jemand muss die Expedition warnen, dass Gefahr droht, und jemand muss bereit für einen Kampf sein, wenn es dazu kommen sollte. Sie schlägt mit der Hand auf den Knopf des Panzerbrechers. Mit etwas Glück finden wir meine Freunde vor den Reißzähnen. Wenn nicht, dann könnte es zu einem Blutvergießen kommen, denn die Reißzähne haben einen Ruf zu wahren. Warum bist du nicht bei deinen Freunden? Warum warnst du nicht sich selber? Was haben deine Freunde getan, um die Aufmerksamkeit der Reißzähne auf sich zu ziehen? Erzähl mir von deiner Expedition. Ich werde dir helfen, sie zu wahren. Ich bin beschäftigt, vielleicht ein andermal. Was haben denn deine Freunde getan? Allein einen Fluss nach Erglampfer zu setzen, reicht schon aus, um die Stämme zu beleidigen. Ich weiß nicht, wie sie uns auf die Schliche gekommen sind. Vermutlich auf einer unserer unerfahrenen Speere. Vermutlich hat einer unserer unerfahrenen Speere seine Spur nicht genug verwischt. Als ich die Reißzähne sah, folgten sie gerade einem Weg, den die Expedition einige Tage zuvor genommen hatte. Warum bist du nicht bei deinen Freunden? Sie nimmt eine abwehrende Haltung ein. Ich war in der Reihe mit der Fernpatrouille. Ich habe die Reißzähne auf meinem Weg zurück ins Lager gesehen. Ich wusste, wenn ich zurück zu den anderen gehe, würde ich Gefahr laufen, den Feind geradewegs zur Expedition zu führen. Ich kenne die Wälder und kann mich lautlos bewegen. Aber ich wollte das Leben meiner Freundin nicht an meine Fähigkeiten knüpfen, an erfahrenen Jägern wie den Reißzähnen vorbeizuschleichen. Wenn sie mich dabei bemerkt hätten, wie ich meine Freundin warnen will, wären sie überrannt worden. Svinnef neigt den Kopf zur Seite und zeigt grinsend auf dich. Aber wenn sie mich und etwas Verstärkung bemerken, beispielsweise dich, nun, dann können wir sie zumindest verjagen oder ihnen einen guten Kampf leisten. Erzähl mir von deiner Expedition. Ich sage gerne, wir sind auf einer Wiederbeschaffungsmission. Svinnef lächelt gewitzt. Unsere Armeen sollen bei ihrem hastigen Rückzug aus Erglampfad am Ende des Krieges der Schwarzen Bäume viele Wertgegenstände zurückgelassen haben. Wir sammeln also nur wieder auf, was unsere Vorfahren hier vergessen haben. Wobei ich bezweifle, dass die Glafantaner das ebenso sehen, fügt sie grinsend hinzu. Meine Expedition ist aus Trutzbuch nach Osten aufgebrochen in Richtung der glafantanischen Lande. Ich bin alleine weitergezogen, als wir den Beil erreichten, die natürliche Grenze zwischen unseren Ländern. Ich sollte die Glafantane beobachten, während die anderen das Zielgebiet erkundschafteten. Wir konnten den Glafantanern tagelang aus dem Weg gehen. Sie spaziert mit ihren Fingern über die Rückseite ihres Lederhandschuhs. Eine Spur bleibt auf der schwammigen Oberfläche zurück. Aber die Reißzähne haben unsere Anwesenheit bemerkt.
Deine Freunde sind hier eingedrungen. Nach örtlicher Tradition sind sie Verbrecher. Senef rundet sie die Stirn und blinzelt dich mehrmals an. Du verzeihst gewiss, wenn ich kein Mitgefühl für Gesichtsbemalte und ihre barbarischen Gesetze habe. Ich gebe dich vor, dass es edel ist, was wir tun. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Verbrechen ist, das der Todesstrafe würdig ist. Da sind wir derselben Meinung nach Silantlis. Die ganze Karawane und ein paar Leute, die, mit denen wir uns kurzzeitig angefreundet haben sogar. Ich helfe dir, deine Expedition zu wahren. Svenet lächelt, wobei ihr viele Grübchen sichtbar werden. Hervorragend, ich wusste, ich kann nur auf dich zählen. Sie beugt sich zu dir und flüstert dir zu. Wenn die Reise sie nicht schon haben, sollten meine Freunde jetzt beim Pilgerpfad in der Nordlandschaft sein. Sie hatten vor, ihr Lager an einem Weg aufzuschlagen, der zu einem Heilertempel führt. Findet meine Kameraden, warne sie, dass die Reißzähne kommen und hilf ihnen aus dem Wald. Ich ziehe zuerst alleine los. Ich will versuchen, die Reißzähne in die Irre zu führen, um uns Zeit zu verschaffen. Sie zieht ihren Panzerbrecher ein paar Zentimeter aus der Scheibe und grinst. Wenn die Götter auf uns herablächeln, müssen wir unsere Klingen nicht ziehen. Und wenn doch, bin ich froh, dich auf unserer Seite zu haben. Okay. Hier sind ein paar Leutchen. Schlösschen knacken will ich nicht. Tagebuch wurde aktualisiert. Den Stämmen ausgeliefert. Jupp. Okay. Ich habe aber immer noch nicht die Mönche gefunden. Dürwälder. Die sind vielleicht hier oben. Ja, Mönche. Mönchen vertrauen ist immer so eine Sache. Welcome. Der Mönch reift sich die Schläfen, das Gesicht in den Händen vergraben. Als du dich näherst, blickt er auf. Dieses Zimmer braucht eine anständige Tür, murmelt er. Siehst du schon mal, wie es gelaut? Meine Brüder und ich haben es angebietet, damit wir das Privatsphäre in diesem fremden Land genießen können. Vielleicht kannst du dir ein anderes Zimmer im Gasthaus suchen. Ich bin einem anderen Mönch begegnet, der dieselben Roben trug wie er. Er starb an seinen Verletzungen kurz nachdem ich ihn fand. Die Augen des Mönchs weiten sich, er ballt die Fäuste so stark, dass seine Fingergelenke knacken. Roben wie wir, sagst du? Hat er etwas bei sich? Hat er dir etwas gesagt? Hat dir etwas gegeben? Bitte, wir warten auf einen Ordensbruder und wenn du ihn gefunden hast. Alle Augen blicken zu Boden. Die Mönche beginnen im Chor Sprechgesänge zu rezitieren, zu Ehren ihres gefallenen Freundes. Ihm den Brief zeigen. Er hat mir diesen Brief gegeben. Gib mir das, ruft der Mönch und er reißt ihm den Brief. Fast augenblicklich errötet er. Ich meine, bitte, es ist äußerst wichtig. Okay, der ist wirklich in Eile, hä? Der Mönch bricht das, die Siegel und rollt die handgeschriebene Schriftrolle aus. Er liest rasch die Nachricht, seine Lippen bewegen sich lautlos dazu. Er wendet sich an die übrigen Mönche. Meine Brüder, der Erzmärtyrer, sendet Nachricht. Wir haben endlich, was wir brauchen. Danke, Fremder, sagt der Mönch, faltet die Hände vor sich und verneigt sich tief. Deine Seele ist ehrlich, ich muss gestehen, ich war überrascht, als du mir die Nachricht überreichst. Reichtest, erwartete ich, dass das Siegel gebrochen sei. Wir hätten es machen können, aber ich will mich ungern mit Mönchen anlegen. Vor allem mit Kampfmönchen. Was habe ich nämlich schon rausgehört, was der andere erzählt hat, weil er sagte, er hat sich die Knöchel wund gehauen. Der Mönch wird rot und lächelt zum ersten Mal. Es freut mich, dass es in dieser Welt noch Anstand gibt. Er greift dir die Falten seiner Roben. Hier, deine Ehrlichkeit gehört belohnt. Wir haben wieder neue Sachen. Großes Abenteuer. Erfahrung 15%. Bonus auf durchschnittliche Reputation. Ja, da setzen wir Kanna drauf an. Steuern eingetrieben. 155 gingen an Banditen verloren. 100, ja, wurden verdient. Das ist gut, gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Okay, wir haben diese Queste abgeschlossen. Mhm. Was haben wir denn erhalten? Ayla Brazia. Was ist denn das Tolles? Wieder eine kleine Spiegelung. Leichte Fernkampftreffer werden zurück auf dem Angreifer reflektiert. Okay, nice. Jetzt fragen wir aber mal, wer sind die überhaupt?
Danke noch einmal, dass du die Nachricht überbracht hast. Es war weise von unserem Bruder, dich mit seiner letzten Mission zu beauftragen. Okay. Wir können dir nicht mehr weiter ausfragen. Schade darum. Aber das war's auch hier drin schon. So wie ich das sehe. Oder irgendwer hat noch was zu sagen hier. Aber ich glaube, die sagen alle nur irgendwas. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Das fängt schon so komisch an.